Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in dieser Gartenanlage angekommen. Und ich muss mal kurz überlegen. Genau, wir hatten die Räumlichkeiten hier zumindest alle erkundet. Zumindest die wir direkt erkunden konnten. Und wir müssen jetzt tatsächlich runter. Ja. Und genau, sind hier durch den Innenhof gestapfelt und genau, haben hier draußen noch einiges an Kräutern liegen, aber die werde ich erstmal liegen lassen. Genau, wenn wir in unser Inventar schauen, wir müssen die Farbbänder noch ablegen. Und genau, wir müssen in den Kontrollraum, richtig, da war was für, ne? Jetzt komme ich langsam wieder rein hier. Ja, es ist wieder ein bisschen her. Aber nun gut. Gehen wir hier raus. So, genau, wir hatten beim letzten Mal die ekeligen Spinnen hier erledigt. Und genau, ich würde vorschlagen, dann gehen wir jetzt hier einfach weiter. Warum? Achso, nee, ich dachte, das wäre verschoben hier. Nee, nee. Es ist nicht verschoben, Gott sei Dank. Und ja, genau, liebe Leute, dann gucken wir uns mal den Kellerbereich an. Ich meine, wenn ihr das Original gesehen habt, wisst ihr ja schon, was da kommt. Oh Gott, die Bienen hier. Ja, die Bienen. Das ist widerlich. Geh hier weg. Die Tür ist verschlossen? Galerie, oh. Okay. Ach, dass jetzt hier überall die Bienen rumfliegen müssen, das muss doch nicht sein. Muss doch echt nicht sein, Leute. Aber egal. Da sind wir ohne Schaden durchgekommen. Genau, dann geht's jetzt hier weiter. Genau, hier durch die Leiter, liebe Freunde. Da ist eine Leiter. Hinuntersteigen? Jawohl. Hier sind wir beim letzten Mal nicht runtergegangen. Weil wir erstmal noch das, ja, das Erdgeschoss. Oh! Auch die gleiche Musik hier. Sehr cool. Ich glaube, ihr erinnert euch an diesen Bereich. Ich kann es nur sagen, gleich wird's fischig. Aber hier ist ein extra Raum. Okay. Oh, und warum läufst du so langsam, Chris? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Hä? Die Musik, Freunde. Boah, ja, genauso gruselig wie im Original. Ah, herrlich. Genau, und ihr seht's, ne? Hier kommen wir nicht rüber. Ist Wasser. Aber wir haben ja hier resi-typisch unser Schieberäschen. Genau, hier müssen wir das gleiche machen wie bei Jill auch. Und zwar eine Brücke durch die Kisten schaffen. Genau, schaut euch das an. Ist doch, das hier ist jetzt aber auch wesentlich einfacher als bei Resident Evil Zero, das Kistenschieberätsel mit dem Wasser. Man muss hier die Kisten einfach nur dahin schieben. Das Wichtigste ist nur die richtige Reihenfolge. So. Platsch. Und dann machen wir noch die nächste hier. So, bei der müssen wir aber aufpassen, dass wir die nicht ganz an die Wand machen, oder? Weil ihr kennt das Spielchen ja, bei Resident Evil kann man nicht ziehen. Das ist physikalisch hier unmöglich. Aber nein, wir können die ganz an die Wand schieben, okay. Sehr schön. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Ja, wie sie die Fische hier unten ja, im Remake gemacht haben. Ja, ich bin noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz drin. Das liegt darin, dass es einfach noch früh ist und ja. Diesmal nicht abends spiele ich das, sondern mittags. Da liegt ein grünes Kraut. Lass ich erstmal liegen. Und ihr seht, hier ist schon Wasser. Tatsächlich, wie im Original auch. Und wir gehen hier rein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, okay. Richard! Hä? Okay, krass. Chris! Chris, stop!
Holy shit! Richard! Holy shit! Okay, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Shit! Na gut. Alter! Aber ich glaube, können wir den einfach... Wir können den einfach entkommen, glaube ich. Das ist aber auch ein anderer Raum, ne? Der sieht anders aus, ja. Können wir den einfach... Oder müssen wir die... Wir müssen die kaputt schießen. Okay, ich verstehe schon. Ah. Okay, es ist tatsächlich ein Kampf hier. Okay. Okay. Ich habe aber keine Munition dafür. Ja. Scheiße. Okay. ja, wir sind tot. Super, ne? Oh Gott. Null mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Shit. Okay, da haben sie tatsächlich wieder was mehr rausgemacht. Finde ich gut. Tatsächlich. In der Dunkelheit lauert die Angst. Über diese Sprüche. So, ja gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir genug Schrotmuni mitnehmen. Und Heilung. Dann lasse ich die Pistolenmuni jetzt erstmal hier drin. Das ist ja geil jetzt, okay. Und dann nehmen wir noch eine Heilung mit. Eine von den 10 Heilungen hier, so. War zwar voll, aber ich denke, wir werden es brauchen. So, ja, dann gucken wir. Ja, da wurde unser Kollege von dem Fisch niedergerafft. Und es sind 3 Stück. Genau wie im Original auch. Aber im Original waren die einfacher. Da konnte man einfach vorbeilaufen. Es ist hier nicht so. Verdammt. Okay. Aber gut, es ist ja nicht so weit. Wir müssen nur noch einmal die Kisten schieben. Und dann sind wir auch schon wieder da. Deswegen lasse ich das auch drinnen. Weil es ja, wie gesagt, nicht so weit ist, ne? Okay, deswegen haben sie uns da auch eine Heilung... Igitt. Boah, sehen die eklig aus. Deswegen haben sie uns auch noch eine Heilung gegeben, ich verstehe schon, ne? Und der große Fisch in der Mitte, der kann uns einfach one-hitten. Okay, das ist auch interessant. So, dann steigt die Leiter hinunter, Chris, dann schieben wir noch einmal die Kisten. Top. Genau, und ja, das ist, wie gesagt, kam unerwartet. Aber hey, das macht das Remake doch nochmal ein bisschen spannender. Gut, das Kistenschieben, ja, das dauert hier wieder eine ganz schöne Weile, ne? Aber hey, cool, dass sie da aus den Fischen was gemacht haben, wirklich. Weil im ersten Teil waren die so überflüssig. Also im Original. Da konnte man einfach dran vorbeilaufen und das war's dann. Aber hey, neue Herausforderung. Es wird schwieriger, tatsächlich. Weil, wenn ihr euch an die Szene mit Lisa erinnert, das war auch nicht ohne. Naja, wobei, da konnten wir einfach durchlaufen. Nachdem wir sie einmal umgenietet haben. Aber hey, dieser Bosskampf hier und ich glaube Pflanze 42 könnte auch noch spannend werden, ne? Was wir mit hier machen müssen. Und genau, so haben wir die Kiste hier und runterschieben. Aber die Grafik ist wirklich mega gut gemacht, schaut euch das mal an, ey. Ich kann es immer wieder sagen, die Grafik haben sie wirklich gut gemacht in dem Spiel. So, gut, dann sind wir jetzt besser auf den Bosskampf vorbereitet, ne? So, Chris, dann lass mich bitte ins Inventar und die Schrotflinte ausrüsten. So, vielleicht werde ich auch die Blendgranaten mal nutzen, wer weiß. Vielleicht bringen die ja was gegen die Fische. Ich weiß es zwar nicht, aber... Gut, Richard, du bist leider gestorben. So, dann schieß einfach drauf hier. Wie viele Schüsse brauchen die denn?
Okay, ich schieße einfach weiter. Okay, du musst nachladen. Puh. Okay, die brauchen ganz schön viel Schuss. Aua. Okay, so ein Haibiss, ja, macht mich in den gelben Bereich. Shit, Freunde. Okay, die brauchen ganz schön viel Buddy. Okay. Haben wir es jetzt, oder? Na, die Musik ist noch nicht weg. Die Musik ist doch nicht weg. Ah, doch, jetzt, okay. Puh, es waren doch nur zwei. Zwei Haie. Boah. Okay. Aber hier hinten ist nichts, ne? Die wollten uns einfach nur ärgern hier. Ah, da hatten wir echt einen Kampf gegen die Fische. Aber der war ja... Ja, wobei, die haben halt... viel Munition gefressen, aber sonst ging das ja noch, ne? Und wir können direkt raus und uns die Heilung gönnen. Ja, wobei, nee, wir sind voll. Bleib drin. Wir sind voll, Chris. Wir sind voll. Wir sind einfach voll. So. Und warum verschwindet auch die Musik hier? Puh, okay, die Fische haben wir erledigt. Da können wir nicht rein. Meine Güte, ey. Also zwei Haie erledigt. Die haben jeweils sechs Schuss Schrot gebraucht. Sehr krass. Nee. Warum das denn jetzt? Komm wieder. Da ist wieder einer. Oh. Da ist wieder ein Hai. Ja, aber... Er macht irgendwie nichts. Okay. Der macht scheinbar nichts. Na, wo ist er denn jetzt? Die Musik macht mich nervös hier. Da ist er doch. Na gut, aber... Der macht nichts. Okay. Können wir hier überhaupt was machen? Ja, wir können hier was machen. Aber der Bereich, den Bereich haben wir komplett neu gemacht hier. Geh hier raus. Geh hier raus, mein Gott. Was haben wir denn jetzt hier wieder für einen Raum? Okay, ihr seht das, ne? Da ist eine Pflanze. Und ich glaube, das ist die Wurzel von Pflanze 42. Glaube ich zumindest, dass es dieser Raum ist. Ich meine, kann gut sein. So, dann gucken wir. Das ist der einzige Raum, ne? Müssen wir jetzt doch die... Hä? Müssen wir drauf schießen? Ich weiß es nicht. Müssen wir da drauf schießen? Das ist jetzt gerade Buddy-Verschwendung, wenn nicht, ne? Aber ich befürchte es halt. Nee! Hier ist... Ach, wartet mal. Stopp. Ich habe leider einen Schuss verschwendet, verdammt. Aber ich glaube, wir brauchen den Kontrollraumschlüssel. Ja, genau. Genau, das war's. So, der Bereich hier. Ja, okay. Mhm. Alles gut. Hier. Genau. Danke. Den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Und ablegen und weg damit. So. Dann müsste doch hier... Oha. Okay. Die Warnlampe deutet auf einen Notfall hin. Ja, das kann ich bestätigen. So, hier ist die Leiter runter. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Okay, dann geht die Leiter runter. Hier müsste eigentlich ein Raum mit einem Aquarium sein. Hey, guck mal. Da ist der Fisch, der da rumschwimmt. Cool. Den Bereich haben sie komplett neu gemacht. Vorsicht. Falls der Öldruck fällt, Ventil 1 öffnen. Okay. Der Öldruck. Die Steuerung für das Hauptsystem. Alles scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Ja, drücken. Unbekannte, gefährlich 10%, unbekannte Druckquelle entdeckt. Was ist das denn jetzt? Gefährlich 10%? Hä?
Oh, da liegt ein Dings. Nicht jetzt. Was ist los, bis wir... Steuerfeldchen für die Druckkammer. Es lässt sich erst verstellen, wenn der Sicherheitsmechanismus gelöst ist. Hier raus? Ich hab ja keine Ahnung. Ich hab dich gespeichert, ne? Oh Gott. Am besten lösen sie erst den Sicherheitsmechanismus. Aber was ist denn für ein Sicherheitsmechanismus? Leute, mach mich doch nicht so nervös. Oh Gottes Willen. Hier vorne? Ach, das da, oder was? Oh, Leute, jetzt... hier. Vorsicht, falls wir Ventil 1 öffnen. Alter, nein. Wir ersaufen hier gleich. Ablassen kann nicht vorgesetzt werden. Hä? Wo ist denn dieses Sicherheitssystem? Ah, es ist... nee. Welches Sicherheitssystem? Hä? Was für ein Sicherheitsmechanismus? Ah, hier. Oh Gott. Okay, und dann hier. Umlegen. So. Puh, ey. Öldruckabfall. Kammerbetrieb abgebrochen. Stellen Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Ja, ich habe nicht mehr viel Zeit. Och, Mann, jetzt ist hier wieder falsch rumgerannt. Oh, Gottes Willen. Ventil 1 öffnen. Alter, nicht jetzt. Wo ist denn das Ventil 1? Ich gehe hier hoch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Ventil 1. Ventil. Ich weiß es nicht. Deutet auf einen Notfall hin. Wir können hier nicht mehr raus. Wo ist Ventil Nummer 1? Ja, scheiße. Das war's dann, ne? Wo ist Ventil Nummer 1? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt gerade voll blind. Wo ist dieses Ventil Nummer 1? Ja, toll, das war's. Das war's, Freunde. Super. Wir sind tot. Ich weiß nicht, wo das Ventil Nummer 1 ist. Oh, alles nochmal machen. Aber gut, diesmal schneide ich euch raus tatsächlich. Oh Gott, ich würde vorschlagen, wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, da bin ich jetzt wieder an der Stelle. Und ja, was ich gemacht habe, ist, ich habe das alles nochmal nachgespielt natürlich. Habe die Schrotmunition wieder verbraucht, aber keine Heilung. Und was wir beim letzten Mal total übersehen haben, wir hätten hier weiterlaufen können und hier ist ein Ventil. Ja, toll, ne? Und ja, gut, es war jetzt zum Glück nicht so weit, aber... gut, dann machen wir das Ganze doch noch einmal. So. Beim Ablassen des Wassers, ja, genau. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers, dann machen wir das. So. Machen wir die Szene jetzt noch mal. Ja, ist okay. Ah, die haben es auch gezeigt, ne? Ich habe sie ja nicht richtig. Dann löst den Sicherheitsmechanismus. Ich hab's wieder nicht geblickt, ne? Haben wir beim ersten Mal, aber ist okay. Dafür haben wir es ja jetzt. So. Okay. Die Druckkammer. Öldruckabfall. Genau, Kammerbetrieb abgebrochen. Stellen Sie, lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Okay. Die machen mich aber auch nervös hier, ne? So, hier. Steuert der Öldruckregler. Wie jetzt? Moment. Die haben es doch gesagt, hier. Ventil 1 öffnen. Okay, Ventil 1. Ventil 1. Ah, mach schon. Ventil 1. So. Reaching 50% of pressure threshold. Hä? Wie jetzt? Activate emergency drainage system. Auch nicht schon wieder, Leute. Hä? So, wie viel lässt sich verstellen, wenn sich der Sicherheitsmechanismus gelöst ist? Ja, aber dann löst doch diesen Sicherheitsmechanismus. Ah. Der Sicherheitsmechanismus wurde gelöst. Hä? Wie jetzt?
aber... Ein Öldruckregler. Der Öldruck wurde bereits wieder was ist hier los? Was ist hier los? Ich hatte jetzt gedacht, dass das damit erledigt wäre. Was ist denn das? Steuerbefehl vor die Druck... Oh, jetzt aber, oder? Hä? Jetzt geht's zu, oder? Oh, danke. Haben wir's jetzt endlich. Puh. Okay, gut. Okay, können wir jetzt hier raus? Das hier... Ja. Der Counter ist weg. Ne? Der Zeitcounter. Das lasse ich mal da liegen erstmal. So, können wir jetzt hier raus? Die Tür wird durch den Druck des Wassers geschlossen. Achso. Ah, okay. Dann können wir es jetzt nochmal ablassen, oder wie? Oder was ist jetzt hier? Die Druckkammer wurde bereits abgesenkt. Wir sehen uns noch ein Wasser ab. Ah, okay. Wasser ablassen. Müssen wir noch. Boah. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Danke. Dann ist jetzt der Hai auch kampfunfähig. Ah, wir können da die Tür. Okay. Boah, was für eine Szene. Was für eine Szene. Ja, den Erste-Hilfe-Kasten nehmen wir jetzt einfach mal mit, auch wenn wir dann voll sind. Da gucken wir da erstmal, was da überhaupt drin ist, ne? Mischung aus zwei grünen Kräutern. Ah, ja. Dankeschön. Okay. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir voll sind. So, was ist denn hier unten jetzt noch drin? Was eine Szene, ey. Sehr komplexes System hier. Wow, nochmal komplett neuer Bereich. Okay. Aquaring. Sehr interessant. Okay. Dann geh erstmal hier rein. Ich hoffe ja, dass wir hier irgendeinen Safe-Rum haben. Nicht, dass ich da, nicht, dass wir da zu wissen oder so. Das wäre blöd. Ah, und da liegt Magnum-Munition. Kann ich nur leider erstmal nicht mitnehmen. Durch das überfließende Wasser ist alles aufeinander gestapelt worden. Ja, alles ist eng zusammengepackt. Das sieht aus wie auf der Müllkippe. Ja, das ist ähnlich wie im Original. Da haben sie auch hier die Kisten gestapelt ohne Ende. So, haben wir jetzt... Ah, wir haben eine Abkürzung. Das ist gut. Tür aufgeschlossen, da können wir direkt in den Safe-Raum gehen. Und heute das ganze Zeug wieder ablegen. Ah, danke schön. Wir haben eine Abkürzung. Wunderbar. Na ja, Freunde, dann gehen wir erstmal zurück. Ab in den Safe-Raum mit uns. Leiter, ja. Danke. Boah, was für eine... Ich hätte fast wieder verschissen, glaube ich. Also, das war kurz auf knapp. Oh, hier ist es. Hier ist es da schon wieder ruhig gegen, ey. Puh. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben es am Ende geschafft. Und ich glaube, da unten kriegen wir noch einen Schlüssel oder so, oder? Ach, guck mal, die Bienen sind... Nee, ich hatte gedacht, dass die Bienen weg sind. Die fliegen mir nach. Warum fliegen die mir nach? Das haben sie eben nicht gemacht. Naja, okay. Ist wieder der Weg zum Speicherraum, ne? Das ist ein bisschen nervig, aber... Das liegt halt daran, weil Chris halt keinen Inventarplatz hat. Und wir kriegen mit ihm scheinbar keine Tasche. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich, weil sonst hätten wir die schon längst. Aber gut. Aber, wir sind wieder in unserem Safe-Raum. Sollen wir das abspeichern? Ich würde sagen, ja, komm, wir haben einiges geschafft da unten. Speichern wir das ab. Kommt. Dann die Schrotmuni wieder gegen die normale Muni austauschen. Und die Heilung lege ich dann auch weg. Weil wir haben ja da unten ein grünes und ich laufe dann wieder mit einem grünen Kraut rum. Meine Güte. Schaut euch diese Kräuter an hier. Das ist wirklich krass. Diese Selbstverteidigungswaffe, was ist da? Ach ja, das ist der eine Markenschuss, ne? Lass ich erstmal drin. Ich glaube, so können wir weiterlaufen.
Aber bei 4 Schuss sollen wir die nochmal nachladen. Ich glaube, wir laden nochmal nach. Und, nimm einmal den Muni mit. Nachladen. Das ist cool, dass das geht. Und dann wieder rein damit. Chris, wenn du die Kiste bitte öffnen würdest. Danke. Meine Güte. Das Vorspiel mit der Kiste. Ah, wir wollten speichern, ne? Ja, genau. Wir wollten speichern. Farbbänder, wo seid ihr? Da. Damit wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. Das war echt nervig. Aber das war's dann quasi auch fast schon hier draußen. Ja. Also, jetzt gucken wir nach unten uns die anderen Räume an. Speichern beendet. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder ins Haus kommen. Und was für ein Item wir da unten kriegen. Ich glaube, im Original war es ein Schlüssel. Tatsächlich. Ein Hausschlüssel. Oder nee, Quatsch, das war ein Raumschlüssel für hier. Und hier in diesem Raum haben wir dann den Hausschlüssel gekriegt. So war es. Wenn ich mich da noch gut genug erinnern kann. So, dann. Wieder runter da. Den ekelhaften Wasserbereich. So, aber den großen Hai, den lasse ich jetzt wirklich links liegen. Also, wenn wir dem nochmal begegnen sollten. Den lasse ich jetzt wirklich links liegen, weil wir müssen Munition sparen, Freunde. Weil ich glaube, wenn ihr euch erinnert, im Original, als wir zurück ins Herrenhaus gekommen sind, da war eine ziemlich unbequeme Überraschung da. Und dafür brauchen wir Schrotmunition. So, aber guck mal, da sind wir doch schon wieder. Hier, rein da. Los, Chris, rein da. Ach, und dann haben wir auch nur noch 5 Minuten. Super. Egal, aber ich denke mal, ich werde diese Folge ein bisschen länger machen. Weil wir ja da verkackt haben bei der einen Stelle, ne? Genau, aber jetzt können wir ja hier rein. Die Abkürzung. Alles cool, da können wir auch die Magnum-Muni mitnehmen. Sehr schön. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, hier trotz des Fails eben. hoffe, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut, nach wie vor. Und, ja, schönes Wochenende jetzt wieder hier. Am Wochenende schön aufnehmen. Ach! Gut, machen wir dann beim Zurückgehen. Ich wollte ja noch das Kraut holen. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Was machen wir? Wie gesagt, auf dem Rückweg. Hier können wir auch noch was machen. Sind wir ja rausgekommen. Hier vorne können wir rein. Was haben wir hier noch? Tauchanzüge und Netze. Hier scheint es nicht nötig zu geben. Okay, aber wir kriegen unsere Shotgun-Buddy wieder. Das finde ich gut. Vielen Dank, liebes Spiel. Jetzt sind wir auch schon wieder fast voll, ne? Auf den Materialien steht Dynamit. Sie sind völlig durchweicht und nutzlos. Ja, danke. Aber hey, wir haben wieder Schrotmunition bekommen. Das war's hier. Hier in diesem Raum ist auch noch was drin? Wartet mal. Tatsächlich? Was soll denn hier noch drinnen sein? Dann sind wir nämlich voll, das ist das Problem. Was soll denn hier jetzt noch... Hier ist jetzt noch irgendwas zu tun für uns, beziehungsweise irgendwas zu holen. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier noch. Das System befindet sich wieder im Normalzustand. Damit brauchen sie sich nicht mehr zu befassen. Ja, ich bin ja dankbar. Oder oben. Kann auch sein, dass da oben noch was ist, ne? Für uns. Tock, 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 tock. So. Irgendwas ist hier noch. Na, ich wollte nicht da raus. Verdammt. Irgendwo ist hier noch ein Item oder sowas. Ja, jetzt ist es hier auch ganz ruhig, ne? Finde ich gut. Ja. Gucken wir mal, was wir hier noch haben hier. Hier ist nichts. Was ist denn hier noch? Oder irgendwo in der Ecke.
Hier vielleicht. Vorsicht, falls ihr... Ja, okay. Ach, okay. Da ist eine Karte von Aquaring. Nehmen wir mit. Na toll. Das war's ja schon. Da ist sonst nur noch ein Riesenbereich, aber... Aber hier ist immer noch was. Sie haben die Karte von Aquaring. Ah, nee, haben wir nicht. Okay. Das heißt, ist nichts mehr. Okay. Das heißt, wir können hier einmal raus. Cooler Bereich hier. Mit dem Aquaring. Im Original war es ein Quadrat. Finde ich cool gemacht. So, dann... Guck mal, was hier draußen ist. Hier, genau. Das ist dieser Riesenbereich mit dem Hai. Aber der Hai kann jetzt hoffentlich nichts mehr machen. Ne? Der Hai sollte auch weg sein. So, was haben wir hier? Ein Experimentmonitor. Anscheinend wurden hier Daten über Haie gesammelt. Ja, das ist ziemlich grausig hier. Tiefe Bissspuren sind in den Stuhl eingekerbt. Oh Gott. Oh! Was ist... Was zur... Auf einmal ein Kampfgewehr. Für 12 Kaliber Munition. Diese Stars Automatikwaffe ist maßgefertigt und Richards Lieblingswaffe. Oh, wir haben eine neue Schrotflinte. Ja. Ich habe jetzt die andere natürlich nachgeladen, ne? Ja, geil. Wir haben eine neue Schrotflinte. Ah, da ist der Hai. Guckt euch den an. Diverse Geräte. Sie haben keine Ahnung, wozu sie dienen. Oh, schaut euch mal den Hai an. Hai. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Außer die gute Schrotflinte. Was haben wir denn hier oben? Ah, geil, Freunde. Wir haben eine richtig gute Waffe. Der Generator für die Durchflusssteuerung. Ja, drückt den halt mal. Oh, 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 oh. Da müssen wir was tun hier. Die Durchflusssteuerung. Sie hat keinen Strom. Ja, okay. Das müssen wir auf jeden Fall machen noch. Aber willst du das jetzt echt anfassen, Chris? Das Ding sieht aus, als würde ich ihnen einen Stromschlag verpassen. Ja, hä? Was hast du denn damit jetzt auf sich? Nicht, dass wir hier krepieren, wenn wir da irgendwas machen. Ah, guck mal, da liegt doch was da. Oder was ist das hier? Hä? Freunde, was ist los? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Durchflusssteuerung. Hebel nach unten. Ja, dann drück mal den Hebel. Ist hier sonst noch irgendwas? Oh! Okay, und jetzt? Ah, okay, wir müssen doch noch unsere Munition verschießen. Okay, danke. Ich bin ja fast froh. So, dann können wir die ja leer lassen. Aber ich will ja Munition verschießen, will ich jetzt nicht unbedingt. Hält der unendlich aus, oder was ist hier los? Der Generator für die Durchflusssteuerung. Ah! Na toll. Na toll. Ah, geil. Okay, wir brutzeln das Ding. Wir brutzeln. Sehr geil. Errungenschaft freigeschaltet. Versenkt. Der Generator für die Durchflusssteuerung ist hin. Ja, danke. Das heißt, wir haben Munition verschwendet. Scheiße. Tut mir leid, Leute. Das wusste ich halt nicht. Ne? Dass wir da... Aber hey, wir haben noch genug. Ich meine... Wir haben wirklich noch genug. Und hier ist noch was. Da. Und wir können nicht mehr tragen. Können wir die nicht wegschmeißen? Shit. Okay,
Freunde, ich würde sagen, ich laufe auf gleich zum Safe-Raum. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ich mache jetzt hier nämlich Schluss, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, als ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und genau, wir nehmen das Item hier dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.